Gut. Guck mal gerade, ob ich bei mir irgendwo was drin habe, wo ich noch kein Häkchen dran habe. Ich habe jetzt schon was gestartet, du kannst ja halt danach mal gucken. Ja. Ja gut, wenn du mal willst, irgendwie mal Deathmatch oder Gegnermodus, musst du die Spielersuche offen lassen. Vielleicht kommt da ja mal was rein. Also wir können auch mal... Wie gesagt, wenn wir was anderes machen wollen, ich bin da ja, offen. Lass es mal, lass uns mal einen anderen Modus machen. Aber erstmal jetzt die Mission hier noch und danach können wir das dann machen. Ich würde ganz... Wir können ja danach mal den Special-Modus spielen, hier diesen Valentinstags-Modus spielen. Weißt du? Den habe ich zum Beispiel bei mir noch nicht auf dem Kanal drauf. Ja, weil da musst du nur die... Das ist ein Deathmatch... Du weißt, wie der geht? Oder soll ich das kurz erklären? Obwohl, ich erkläre es, wenn wir dann gestartet haben. Ja. Ja. Da musst du nur die Spielersuche auflassen und dann sollte der eigentlich relativ schnell voll sein. Ja, alles gut. Alles gut. Dann machen wir das doch mal. Wir dann können ja auch mal ein paar Rennen fahren oder irgendwas. Irgendwas anderes machen. Ja, Rennen fahre ich sehr ungern immer mit random Leuten. Da weißt du nie, was du für Leute drin dabei hast. Aber ja, wir können auch nachher Rennen fahren, ja. Alles gut. Mal gucken. Mal ein bisschen was mischen. Ich kann ja auch mal eine Playlist erstellen mit verschiedensten Sachen. Ja, klar. Klar, warum nicht? So. Ich habe euch eingeladen schon. Ja. Wir wollten ja eigentlich auch immer mal die Gegnermodus spielen hier mit den Schlitzern, aber wie gesagt, das können wir dann auch mal machen. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, dazu brauchen wir aber auch noch ein paar Leute dann noch, die mit denen wir dann uns mal absprechen könnten. Baby fehlt. Ja, ich war gerade noch im Ladebildschirm. Okay. Ein Dauerladebildschirm mit schon der Steigung. Ja, das ist halt GTA. Ja, ich meine, das Spiel macht schon noch Bock irgendwie mit richtigen Leuten, aber wie gesagt, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt eine neue Konsole rausbringe, muss es nicht unbedingt nochmal neu auflegen. Nur meine, tut's auch mal. Ist auch mal gut. So. Da hätte ich über andere Spiele Bock drauf. Da hätte ich über zum Beispiel GTA Vice City mit der Grafik hier oder so drauf gehabt. Ja, aber das geht ja nicht zu mehr. Wir brauchen ja Spiele, die wir zu mehr spielen. Ja, GTA, die alten Teile ging. Also GTA The Lost and Damned zum Beispiel hat einen Online-Modus. Ja, ich weiß, aber da konntest du auch nur durch die Stadt fahren und dich gegenseitig wegballern. Da konntest du ja nicht groß machen. Was ist denn hier anders, wenn ich ehrlich bin? Ja, wir nehmen uns ja aber nicht auf, wenn wir durch die Stadt fahren und Leute einfach wegballern, ne? Wie gesagt, kommen wir denn richtig Leute, macht das bestimmt auch, aber wenn da zwei Gangs kommen. Also, Lost and Damned habe ich ja drauf, aber wie gesagt, das Spiel, weiß ich gar nicht, wo das Spiel ist. Ich glaube, ich habe es irgendwo noch in irgendeinem Regal stehen. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich euch irgendwie abgeholt bekomme. Gibt eine Apartment da hinten unter dem Ding. Bäh, gib dich zur Koksfabrik. Ey, Markus, du kriegst neue Lieferung. Wir gehen sie mal kurz abholen. Alle Koks da hier. Ich komme jetzt nicht darüber. Ich habe keinen Bock, mein Auto zu versenken da. So. Ja, komm schon, Yvonne. Als wenn du ein Problem damit hättest, mal ein bisschen feucht zu werden jetzt, komm. Das aussieht vor allem mit dem Rock. Füße abtreten, mein Gott. Ach komm, hier drin riecht's wie Hundekacke, jetzt tu nicht so. Ja, wenn du wieder reingetreten bist. Kann ich nichts für. Mein Auto war sauber, bis ihr eingestiegen seid. Zumindest deine Definition von sauber. Ja, sauber halt. Das bleibt jedem eigen überlassen, wer das interpretiert. Ups. So. Uiuiuiui. Die ist aber ganz schön glatt. Ziemlich rutschig hier. Rutschig, schleimig, glitschig, wie auch immer. So,
so 3,8 Kilometer noch. Aber du hängst damit natürlich mitten in der Pampa drin, weißt du? Die haben auch schon fast die 100 Folgen aufgenommen, ne? Ich glaube, wenn wir hier sind, sind wir, glaube ich, irgendwie jenseits der 70. Ja, wie gesagt, das macht ja Spaß. Also, das ist ja nicht so. Sonst würden wir es gar nicht erspielen. Trotzdem wartet die Gruppe sehnsüchtig darauf, dass endlich der zweite Teil von einem gewissen Spiel rauskommt. Was? Not the Forest. Ach so, ja, natürlich, klar, da warten wir natürlich auch drauf, klar. Das werden wir dann natürlich auch wieder machen. Über The Forest haben wir uns tatsächlich eigentlich auch erst alle so kennengelernt. Also Markus, den kann ich aber anders, ja, aber hier Yvonne zum Beispiel oder Sabrina, die beim ersten Teil dabei waren, die haben wir ja dann überhaupt erst über The Forest so kennengelernt. Ach, und dann ja, der Anfang, ja, wo du in derselben Loch reingefallen bist wie ich, ja. Ich dich da erklärt habe, wie du da rauskommst. Ich lande öfters mal im selben Loch wie du, ja. Oder ich bin zu gierig, ich ertrinke, ich komme nicht mehr raus, an dem wir so ein Pfeil abschließen. Ne? Ich kann mich an das eine Loch erinnern, wo wir da runtergefallen sind, weil das große dicke Viech da uns da runtergejagt hat. Weil dann auf einmal alle da unten drunter saßen. So. Nein, das war nicht das dicke Vieh, das war hier Virginia. Ja, meine ich ja. Ja, das mache ich ja, die Gebärmutter. Meinst du das, wo wir auf der Zwischenetage von dem Seil festgegangen haben, wollten immer hochklettern, weil das Zeug oben war? Richtig, das meinst du, oder? Kann sein, ja. Die ist wieder da, ne? Also da saßen wir doch, glaube ich, sogar alle zu viert unten. Ja. Und zwei waren oben gestorben beim Runterklettern. Baby, nicht immer so stürmisch und du reißt ihn. Ja. Genau, wo wir da nicht rauskamen, ja. Weil der Forest war cool. Aber wie gesagt, ich würde ja eigentlich gerne mal wieder hin, auch zum alten Teil und noch das fertig bauen, was wir noch angefangen. Wir hatten ja so viel noch nicht fertig gebaut. In unserem ja, weil wir dann ja mal einfach sagen wollten, wir wollten ins Finale. Die hocken hier einfach in den Felsen rum, Alter, was sind denn da nicht? Wollen wir rein? Ah. So, Rangel, Videoproduzent. Na, welche eine Überraschung. Wenn man Let's Player ist. So, warte mal. Ach, geht das wohl doch mit? Bei mir steht immer was anderes da. Ich habe die ja extra so benannt. Ach so, das war von dir. Ich dachte, das war vom Spiel selber oder so. Nee, du kannst ja, wenn du die Crew erstellst, kannst du die Ränge selber benennen. Ah, cool. Naja, bei mir stand es jetzt gerade Videoproduzent. Als Dings. Ich bin jetzt Rang 272. Bin tot. Ja, super. So, Boot ist erledigt. Ne, da ist noch einer. Ah, leg mich doch am Arsch. Ich geh mich auf den Sack. So, der ist tot. Da unten ist noch ein Boot. Jetzt ist weg.
Jetzt ist auch das zweite Boot weg. Da ist halt der Typ weg. So, ich glaube, Feinde haben jetzt alle weg. Ja, auf der anderen Seite sind auch welche, aber ich weiß nicht, wie. Ja, ich habe jetzt mit der Minigun nochmal auch nicht was weggehauen, weggeholt. Ne, da muss aber noch was sein. Hier oben irgendwo, warte mal. Ja, ja, ich sehe schon. Vorne auf dem Steg dann auch noch welche. Weg. Ich hab die Ware. Sehr gut. Du Strandcamper, du! So, kannst du mit einsteigen, dann fahren wir den raus, wenn wir das weg raus. Ja. So, dann fahren wir das Ding jetzt zu Travers Wohnwagen und dann haben wir es geschafft. Ich weiß, dass hier oben jetzt auch ein Auto kommt, aber es interessiert mich nicht. Von mir. Und mir voll die Kette hinter uns, sind drei Autos. Ja, ja, ja. Scheiß Ding ist so rutschig. Auf dem Untergrund hier vor allen Dingen. Alter, scheiß Quad, Alter. Haben wir das hoffentlich jetzt auch gleich geschafft. So, und in der nächsten Folge schauen wir uns mal unser kleines Special an, würde ich sagen. Das Valentinstags-Dings-Special da. Heute ist ja, also zumindest am Aufnahmetag ist ja Valentinstag. Und ich hoffe, ihr habt eurer Liebsten Blümchen und so geschenkt. So. Oder Yvonne, hast du irgendwas gekriegt eigentlich? Nee. Ach. Warte mal. Nur halt. Von uns. Von dir. So, da geht's hin. Hey, you stalking me or just really Trevor. Zu voll zum Rauskommen. Ja, wieso? Er macht Abstand. Der ist Social bestimmt, Distancing. Der ist bestimmt Risikogruppe. Obwohl, die ganze Chemie, die der sich da wahrscheinlich reinpfeift. Wollte ich gerade sagen, der ist bestimmt schon. Der ist immun gegen. Der ist schon immun gegen alles. Der ist immun gegen alles, der Typ. Obwohl, am Anfang hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst vor ihm, muss ich sagen. Aber mittlerweile. Wenn man weiß, wie der Typ eigentlich drauf ist, dann. Er hat weniger Strecke am Stecken auf jeden Fall als Michael und Franklin. Also, er als Michael, weil Franklin ist eigentlich mehr oder weniger damit reingerutscht in das Ganze. Das Ding ist, was viele halt nicht so wirklich verstehen, ist, dass wenn man sich mal wirklich auch mal die reale Welt betrachtet, ist eigentlich Trevor sogar der normalste von den dreien. Das wollte ich halt gerade sagen, ne? Trevor hat halt nur, baut halt Scheiß mit den Leuten hier eher draußen. Also gut, er rächt sich eigentlich mehr oder weniger, weil die ihm eigentlich genug Scheiße angedreht haben. Aber eigentlich ja, er ist einfach. Er ist einfach ein Paradebeispiel für das, was passiert, wenn jemand zurückgelassen wird in der Gesellschaft. Ja, und der rächt sich nach und nach an den ganzen Leuten, an den Lost oder sowas. Und wenn man auch zum Beispiel die Mission sieht, wo er die Patricia anführt, von Madrazo die Frau, er sehnt sich eigentlich ja mehr oder weniger nur nach Liebe. Mhm. Ne? Er sehnt sich nach das Liebe. Ist einer,
Und eine meiner Lieblingsszenen in der Story, wo du sie wieder nach Hause bringst und dann dieses Beat-Radio läuft und ja so. ja, genau. Ja, allgemein einfach. Trevor ist einfach, wie gesagt, absolut ein treuer Charakter auch. Wie gesagt, auch wenn Ron natürlich ein bisschen. Ron halt. Aber das ist definitiv. Trevor ist einer der treuesten. Der lässt eigentlich niemanden fallen, wenn man ihn nicht an den Hals will. Wie gesagt, man muss sich mit den Leuten mal ein bisschen beschäftigen. Michael, der hat ja genug Scheiß am Bau im Stecken. Jo, ist ja tot und scheidet, ne? Ist das? Ja, genau, den ersten Teil. Gut, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an.